eine Überlieferung, die viele von euch kennen, aber die die wenigsten verstehen. Und bei Allah, würden sie sie verstehen, würdest du niemanden von uns sehen, dass er den Islam vernachlässigt. Im Gegenteil, du würdest sehen, seine Hauptbeschäftigung wäre einzig und alleine nur der Islam. So berichtet Anas ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda, in einer Überlieferung bei Imam Muslim, dass er sagte, der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, kana yaqul, er sagte, yuja'u bil kafiri yawm al qiyamah. Ein Nicht-Muslim wird Yawmul Qiyamah vor Allah subhanahu wa ta'ala vorgeführt. Einer, der nicht an Allah und den jüngsten Tag geglaubt hat. فَيُقَالُ لَهُ. Dann wird zu ihm gesagt, höre zu, einer, der nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag geglaubt hat. So wird ihm gesagt, أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا أَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ. Wenn du die gesamte Erde voller Gold besitzen würdest, wärst du dann heute an diesem Tag, wo du vor der Strafe stehst, denn du bist nicht als Muslim gestorben, wärst du bereit, diese gesamte Erde voller Gold herzugeben, nur damit du dich heute von der Strafe freikaufst? فَيَقُولُ نَعَمْ. Dann sagt er, ja, ich wäre bereit, ja Allah. So wird zu ihm gesagt werden, فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ. Allah wollte gar nicht diese ganze Dunya voller Gold von dir haben, damit du dich freikaufst. Du wurdest nach etwas Leichtem, um etwas Einfaches gebeten in dieser Dunya, dass du niemanden anderen anbetest außer Allah. Allahu Akbar, was für eine gewaltige Überlieferung. Du bist heute hier und stehst vor der Strafe und Allah fragt dich, wenn die gesamte Erde voller Gold wäre, wärst du bereit, sie an diesem heutigen Tage zu geben, zu spenden, nur damit du dich von der Strafe freikaufst? Er sagt ja, so wird ihm gesagt, es wurde viel weniger von dir verlangt. Dass du was sagst? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habt ihr gemerkt, was der Wert des Islam ist? Wenn ich euch frage, möchtet ihr dieses und jenes haben, besitzen in dieser Welt? Du wirst mir sagen ja. Ich sage euch, möchtet ihr eine teure Immobilie? Ihr seid alle dabei. Ich sage euch, möchtet ihr ein teures Auto? Ihr seid alle dabei. Und wenn ihr diese Dinge nicht besitzt, dann seid ihr traurig. Weswegen seid ihr traurig? Weil ihr diese Dinge nicht besitzt. Aber ihr merkt selber nicht, dass ihr etwas besitzt, was viel wertvoller ist als die genannten Dinge. Wertvoller als eine Immobilie, wertvoller als ein Auto, wertvoller als eine Frau, als eine jede Sache, und zwar der Islam. Wonach wurde dieser Mann gefragt? Du wurdest nach viel weniger gefragt, dass du einfach nur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sagt, das heißt, dass du ein Muslim bist und nach dem Islam lebst. Mehr wollte Allah Azza wa Jalla nicht für dich. Und schaut mal, subhanallah, heute an diesem Tag, bedeutet Yawmul Qiyamah, ist er bereit, alles herzugeben, nur damit er sich von der Strafe freikauft. Ich frage euch, liebe Geschwister, wie viele von uns trauern oder sind vielleicht sogar böse oder sind sogar unzufrieden? Mit wem? Mit Allah Azza wa Jalla, weil er ihnen nicht gegeben hat, was er anderen gegeben hat. Weißt du nicht, was die Stellung des Islam ist? Hast du nicht gehört, dass dieser Mann, wenn er die gesamte Erde voller Gold besitzen würde, bereit wäre, dieses herzugeben, nur damit er sich an diesem Tag von der Strafe freikauft? Wallahi, das ist gewaltig, liebe Geschwister. Das bedeutet, der Islam, den wir in unseren Herzen tragen, ich will euch hören, ist wertvoller als was? Wertvoller? Wertvoller als? Als die gesamte Erde voller Gold. Voller Gold. Kennt ihr einen König, der die gesamte Erde voller Gold besitzt? Man sagt, Warren Buffett, ein Investmentstratege, hat die 100 Milliarden erreicht. Wie viel sind 100 Milliarden von dem gesamten Vermögen? Ein großer Teil oder ein kleiner Teil? Nicht mal Warren Buffett hat so einen Anteil, dass er erwähnenswert wäre. Du, o Diener Allahs, hast etwas Gewaltigeres in deinem Leben von Allah Azza wa Jalla bekommen, und zwar den Islam, gewaltiger als die gesamte Erde voller Gold wäre. Alhamdulillah. Wo ist euer Alhamdulillah? Wo ist eure Zufriedenheit mit Allah Azza wa Jalla? Wo ist, dass wir sagen, auch wenn ich dieses und jenes nicht habe, ich habe den Islam und ich lebe mit dem Islam. Schaut, dieser Mann, der nicht als Muslim gestorben ist und vor Allah Azza wa Jalla aufersteht, dieser wird bereit sein, an diesem Tag was herzugeben? Die gesamte Erde voller Gold. Nur wegen was? Damit er nicht bestraft wird. Und du hast den Islam, der, wenn du ihn richtig praktizierst, wie Allah damit zufrieden ist, so wirst du niemals, höre zu, niemals von Allah Azza wa Jalla bestraft werden. Bei Allah.
Und das ist die schöne Botschaft, die ich dir heute überbringe. Wenn du als Muslim lebst, heißt das nur, dass du das Glaubensbekenntnis sprichst? Nein. Das heißt, dass du nicht nur das Glaubensbekenntnis sprichst. Du verinnerlichst das im Herzen, das ist deine reine Überzeugung und vor allen Dingen, du lebst danach. Abu'l-Bara, ich lebe danach, ich versuche danach zu leben. Ich mache meine Pflichten, aber ich bin nur ein Mensch. Wir sind alle Menschen und alle von uns sind Sünder. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, kullu bani Adam khatta. Jeder Mensch begeht Fehler. Wa khayrul khatta'ina tawwabun. Und die Besten unter denjenigen, die Sünden begehen, Allah redet über die Besten, subhanallah, obwohl sie Sünder sind, sind diejenigen, die bei ihm, bei Allah bereuen. Möge Allah uns eine aufrichtige Reue ermöglichen. Und daher